unseren Stamm, den gibt es ja seit. Den gibt es ja seit mehreren Jahren und es ist immer gewachsen. Wir haben ja hier mittlerweile eine Bühne. Also nicht die Volksbühne, sondern wir haben eine Bühne, eine eigene Bühne, weil das ist das Wormser Glühwein Kasperl Theater. Um die Bühne sauber zu machen, und haben wir vor 3 Jahren haben wir eine Putzhilfe gesucht. Und haben damals das ausgeschrieben und haben einen super hübschen Putzmann gefunden. Wir haben gedacht, wir stellen einen Mann ein, weil eine Putzfrau, das will ja eigentlich keiner so gern hören. Aber der Schröder, der hat damals gesagt, die Quote müssen wir erfüllen. Also war es aus mit dem Putzmann, gell? Wir haben müssen doch die Frau einstellen, die sich beworben hat. Und zwar war das die Frau Kudelmuddel. Die Frau Kudelmuddel, die hat dann immer mit dem Putzlumpe hat ihr hier den Tresen sauber gemacht. Ja? Immer so auf dem Boden entlang gekrabbelt und hat den Tresen sauber gemacht. Und letztes Jahr hat die Frau Kudelmuddel gesagt, mir reicht's, ich gehe in die Gewerkschaft. Und hat sie ist in die Gewerkschaft eingetreten, das war ja auch gut so, und hat durchgesetzt, dass er einen Wischmopp kriegt, dass er nicht mehr auf dem Boden rumkrabbeln muss, und einen Putzarmer. Ja? Achtung! Und jetzt hat sie mit dem Wischmopp daneben immer rumgewischt. Gell? Und da war genau das passiert, dass die Leute abgehauen sind, als die da geputzt hat. Dann habe ich gesagt zum Andreas, die Frau Kudelmuddel, die macht so viel Kudelmuddel da in unserem Stand. Wir kaufen der Frau Kudelmuddel einen Besen, wir tun nur noch trocken putzen. Dann habe ich da Andreas noch wohin geschickt? Heilbronn geschickt. Und dann ist er im Bioladen, hat er in Heilbronn einen Besen gekauft, hat die Frau Kudelmuddel kaufen gewollt. Und die Frau Kudelmuddel hat gesagt, wenn er aber wieder was kauft für mich, und dann kauft er diesmal nicht so einen langen Stiel. Dann hat er extra den Besen mit einem extra kurzen Stiel gekauft. Und dann hat die Frau Kudelmuddel steht seit diesem Tag den ganzen Tag so da. Und ab und zu kehrt sie weg, den Wamser Dreck von diesem Blick. Meistens steht es aber so. Das habe ich gefunden. Also das habe ich nicht alles getrunken, das habe ich gefunden. Das war's.